Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Hier haben wir Errol. Was ist los? Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Na, die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich hab da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Wir haben doch eine. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Okay, warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Okay. Wegen den Steintafeln. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Okay, du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Wegen der Steintafeln. Was ist denn mit dieser hier? Nein, solche Steintafeln sind magisch aufgeladen. Tafeln dieser Art will der Wassermagier leider nicht kaufen. Ah, okay. Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Okay, der ist momentan für uns noch nicht so wirklich zu gebrauchen. Erst wenn wir ein paar Quests erledigt haben. Und hier haben wir eine Hütte. Richtig nah die Hütte sogar. Zum Kloster. Da ist auch noch so ein Ding zum Anbeten. Natürlich kommt da eine Ratte. Jo, komm. Rattenfleisch kriegen wir, aber kein Rattenfell, ne? Innenstatue. Beten.
und Spende von 10 Gold und schenkt dir Lebensenergie plus 1. Innos dankt für dein Gebet. Ernsthaft jetzt? Ich habe jetzt nur eine Gesundheit bekommen. Für die 100 habe ich nichts bekommen, oder wie? So, Danes Gewänder. Den machen wir jetzt fertig. Jo. Da ist der nächste. Den machen wir auch noch fertig. Komm. Jo. Da ist auch noch ein Lager. Und wir gehen jetzt erstmal zur Hütte. Gucken, was es hier gibt. Gibt es hier Leute, mit denen ich quatschen kann? Ich kann hier sägen. Ich höre hier Leute, aber ich sehe die nicht. Sind wahrscheinlich drinnen. Ja, sehr wahrscheinlich drinnen. Da ist ein Totenschädel oben. Ah, hier ist sie. Bauer. Bauer. Luca. Und wie heißt der? Bauer. Und Orlan. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn du vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Lederrüstung, Schutzwaffen 25. Irgendwann muss das ja so kommen. Das ist dieselbe, die wir jetzt haben, oder? Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Okay, was kostet dein Zimmer bei dir? Zeig mir deine Ware. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Okay. Das habe ich früher auch immer gesagt. Gucken wir uns mal unsere Rüstung an. Wo ist denn die? Das ist dieselbe Rüstung, die er mir anbietet. So, ist das Bier hier gut? Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste, aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Ist das wirklich wahr? Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert denn einen kleinen Wettkampf? Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Man weiß gar nicht mehr, wen man... Wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Hä? Ich wollte saufen. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Ich hab was anderes gehört.
Okay. Das habe ich früher auch immer. So, fragen wir den mal, was das Zimmer kostet. Was kostet ein Zimmer bei dir? Was kostet ein Zimmer bei dir? Dann gib mir 50 Goldmünzen. Alter, warum so teuer? Und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. Glaubst du wirklich daran? Ich will aber nur eine Nacht. In Ordnung. Hier hast du die Kohle. Hier ist der Schlüssel. Die Zimmer sind oben. Aber mach mir nicht alles dreckig und zahl deine Miete pünktlich. Verstanden? Okay, welche... Zeig mir deine Ware. Das ist wirklich zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Doch, seine Entscheidung. So, was hat er hier? Orkschlechter. Von mir leichter Zweihänder. Kurzbogen. Ich habe für so etwas keine Zeit. So, Ring der Verteidigung. Kurz vom Mann. Leder. Nee, der hat nichts, was mich interessiert. Das alles ist. Aber dann haben wir wenigstens jetzt einen Zimmerschlüssel. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ach so. Ist genauso aufgebaut wie der Puff. Kann ich wieder zumachen hier? Ah, von der falschen Seite. Und glaub ja nicht, will zumachen. Das ist. Ja. Das wundert mich nicht. So, vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, kann ich nicht looten, aber... Das ist nicht mehr so. Ja, das nehmen wir mal mit. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, schade. Das habe ich früher auch immer. Hier liegt auch noch Aquamarin und selbst ist da war noch Sumpfkraut. Ja, Stängel Sumpfkraut, das nice. Das habe ich früher auch immer gesagt. Gut, pennen wir jetzt mal. Kannst du eh nichts dran ändern. Wieso pennt er eigentlich immer mit dem Kopf an der Fußseite? Verstehe das nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Ist hier auch noch was? Laborwasserflasche? Das war doch schon vorher klar. Fischsuppe? Können wir mitnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, und wie sieht's hier aus? Wasser. Das will doch keiner mehr. Noch mehr Wasser? Und noch mehr Wasser. Das ist wirklich nicht mein Wolfshell? Und die einfach so mitnehmen. Er musste es ja besser wissen. Okay, gehen wir mal wieder erzähl raus. Mir nichts, ich kenne sowas. Okay, ich finde es schön, dass er mir für eine ganze Woche das gibt. Ein Zimmer. Das habe ich. Aber ich bin jetzt kein Fan von, dass ich jetzt jeden Tag hierhin zum Pennen gehen muss. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir, wo wollen wir hin? Hier gibt es ja viele Abzweigungen, wo wir hin können. Hier geradeaus kommen wir ja... Ah! Da ist ja der ganz große Hof. Da könnte vielleicht Lee sein, mit dem können wir ja quatschen. Der müsste uns auf jeden Fall noch kennen. Nachdem wir... Oh oh, da ist ein Lurker. Zwei Lurker. Erstmal speichern. So, und... Ich hoffe, wir werden nicht von den Lurkern attackiert. Gegen Wölfe habe ich erstmal nichts. Jo, komm. Komm. Triff den doch. Goblinbären. So, jetzt eben noch schnell. Was haben wir hier? Essenz der Heilung. Okay, nice. Ich höre hier zu viele Dinger krabbeln. Aber gut, wie. Und die Blutfliegen da. Noch sind sie mir zu hart. So, ein Wolf geht. Einer. Nur einer. Egal, dann gegen beide. So, komm.
mach den fertig. Alter. Ist doch nicht deren Ernst. So. Das wirkt ja auch nicht deren Ernst hier, oder? Okay, jetzt sind sie weg. Buddlerfleisch, Dunkelpilz, Dunkelpilz. So, dann futtern wir nochmal. Was ist das? Wacholder, Lebensenergie und Mana. Und dann futtern wir lieber das Brot. Ja, das gibt auch Lebensenergie. Ein bisschen schneller saufen wäre auch gut. So, komm. Jetzt mach weg. Mach weg den Scheiß. Hier wurden die Wölfe hin? Sind schon gedespawnt oder wie? Ja, ein bisschen Abstand, die Lurker sind mir zu nah. Gegen die Lurker komme ich noch nicht an. Na? Ernsthaft jetzt? Den treffe ich gar nicht. Ich bin echt miserabel im Bogenschießen hier momentan. Das muss ich wahrscheinlich doch noch so machen. Komm. Da unten sind wieder die anderen Viecher. So, komm. Komm, mach ihn fertig. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Einmal kurz speichern. So. Und Geschicklichkeitsbonus. Die geben Mana-Bonus, oder Anne. Wohl eher nicht. Wir gehen mal so. Zu nah da will ich jetzt auch nicht hin. Das hätte er auch selbst wissen können. Hallo. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wen haben wir denn da? Ah, Basta. Kenne ich dich nicht irgendwo her? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Bin ich auch nicht. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. beeindruckend. Na und? Du meinst echte Orks, die großen? Beeindruckend. Das ist unser Geschäft, Junge. Wir stellen sogar selber unsere Waffen und Rüstungen her. Jeden Tag lachen wir den Tod ins Gesicht. Aber davon versteht ein Landei wie du ja nichts. Wird schon so sein. Ich muss dir wohl mal zeigen... Ja, komm. Wird schon so sein. Mach, dass du weiterkommst, du Waschlappen. Aber Bastard, den kennen wir ja noch. Der war ja im neuen Lager. Kann sich das jemals ändern? Der ist ja... War doch seine. Da sind ein paar... von den Käfern. Aber das sind jetzt nicht die Minecrawler, ne? Feldräuber, was? Okay. Nichts zu, da ist nichts zu. Okay, der hat aber ordentlich Schaden gegeben. Wir haben auch bald nichts mehr, um Gesundheit hier aufzufüllen. Ja, komm. Und Sumpfkraut gibt nichts.
die Lurker will ich jetzt nicht kämpfen. Ich glaube, gegen die Lurker kommen wir auch momentan nicht an. Zum Großbauer. Ja, gehen wir mal dahin. Wer ist denn das? Pester? Den kenne ich aber noch gar nicht. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wieso? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Wir können das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Lass uns das Nest angreifen, komm. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest nochmal zum Hof gehen. Jetzt genauso gut wie später. Gut, warten wir noch etwas. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Gut, das speichern wir jetzt einmal. Da können wir einmal zum Hof gehen und gucken, ob wir uns da ausrüsten können. Ich bin jetzt mir nicht sicher, ob ich mich jetzt wirklich den Banditen hier anschließen will. Oder hier der Miliz. So, Söldner. Wo willst du hin? Sentenza. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Der wird mir bestimmt was klauen. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Alter. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Mhm. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Was ein Wichser. Aber okay. Gucken wir mal, wo ist denn Lee? Ist das Lee? Nein, Raoul. Aber Gunnar, den kenn ich doch, oder? Der Name kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Nee, Gunnar war nicht aus Gothic 1. Wolf, aber den kennen wir. Alles klar? Alles klar. Hey, ich kenn dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um euch anzuschließen. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste. Ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich bin gekommen, und schon eine neue Aufgabe gefunden? Noch mehr Ärger kann ich. Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Das war doch schon vorher. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden. In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Mhm.
Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast du ja noch mal Glück gehabt. Ja. Davon lass ich lieber die Finger. Man darf okay, also die alten Geschichten kennen die ja noch, ne? Hodges? Hey, du, ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Man darf halt nicht alles glauben. Gehörst du zum Bauern oder zum Söldner? Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Nicht gewusst. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Solange du keiner von uns bist, werde ich den Teufel tun, dir das Geheimnis der Erzwaffen zu verraten. Warum nicht? Es gibt nur sehr wenige Schmiede, die es kennen. Und ich glaube, nicht mal die Schmiede in der Stadt kennen es. Und das ist auch gut so. Sonst rennen demnächst die versoffenen Stadtwachen alle mit Erzschwertern rum. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Ich weiß gar nicht, wer sich so aufregt. Die Dinger auf jeden Fall. Und das. Dann Söldnergürtel. Nochmal Schutz vor Waffen und Schutz vor Pfeilen. Zusammen mit Söldner. Söldnerrüstung nochmal plus, okay. Ist das wirklich wahr? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Aber ich kann ihm dann dafür das hier verkaufen. Das war noch schon vorher klar. Den Degen. Das. Man darf halt nicht alles glauben. So, was haben wir hier? Eine Nachricht. Hier, vergessen. Ne, der brauchen wir noch. Ich hab so einiges. So, die Wolfsfälle. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm ist. So, Schlüssel. Ein Tool für Koxalas gehörte einem Banditen. Idriche. Aquamarin. Zerkratzte. Laborwasserflasche. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meine Meinung. Pech. Können wir verkaufen. Pfanne. Hammer. Stängel Sumpfkraut. Zange. Gletscherquarz. Krautstampfer. Ich wundere mich über gar nichts. Ich habe so Rohstahlbeheizung gehört. Apfeltabak. Nicht, das hast du nicht gewusst. Gehen wir ab. So. Da muss man mal ganz kräftig. Ich habe mir das schon gedacht. So, dann haben wir hier. Wir haben ihn natürlich doch. 25 Gold erhalten. Ich habe so einiges gehört. Sag mir nicht, du hast das. So. Cypher, Söldner. Torloff? Was willst du von mir? Ich will zu Lee. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Frag mal Lee. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was quatschst du mich dann voll? Okay, wo finde ich dann Lee? Ist er da hinten? Ist das Lee? Nein, das ist da. Ist das ein Friedhof? Nee, das ist ein. Das ist so eine Art Tempel. Goldene Stahle. Alte Steintafel. Gibt's hier sonst nichts mehr? Okay, wo finde ich Lee? Lee wird sich definitiv noch an mich erinnern müssen, oder? Der müsste doch wissen, wer ich bin. Bauer. Ich kann das nicht glauben. Bulko. Silvio. Bauer, die gucken mich alle ganz komisch. Jarvis! Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Wie ist die Lage? Ich will Söldner werden. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern.
Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Der wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Ja, okay. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Okay, ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Okay, was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert, damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Okay, welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Okay, wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Okay. Weiß ich Bescheid? Wo ist Lee? Was machst du hier in meiner Küche? Was? Das riecht aber lecker. Ich habe Hunger. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Okay, und ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Einige Probleme. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Ja. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst ihn nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär.
Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Okay. Weiß ich Bescheid. Ist doch wahr. Aber wir kümmern uns hier mal in der nächsten Folge drum. Wir suchen aber auch Lee. Wir gern wissen, wo der ist. Hier haben wir noch Elena. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.